Was ich richtig schön finde, ist, wenn die Samen aus der Erde emporsteigen. Natürlich neben der Jungpflanzenanzucht im Haus oder im Gewächshaus, auch hier im Freiland. Hier sind jetzt ein paar Zwiebeln, die ich gesteckt habe. Vorhin war auch noch ein Vogel da, der hat sich ein bisschen hier ausgetobt. Ich hoffe, der hat jetzt nicht ein paar Zwiebeln mit rausgegraben. Jedenfalls für Februar ist es ganz schön warm. Also Anfang Februar, wir hatten schon 10 Grad und ich und mein Vater haben im Sonnenschein ganz schön viel gemacht und ist schon mal Grund genug, euch zu zeigen, was wir alles gemacht haben. So, fangen wir den Gartenrundgang jetzt hier bei der Terrasse an. Da habe ich mich jetzt für die erste Freilandaussaat entschieden. Aufgrund der Wärme habe ich jetzt hier in den Rändern von den Kübeln meine dicken Bohnen mit reingesetzt. Macht man ja für gewöhnlich in der Zeit, damit die schon etwas größer und robuster sind und eventuell auch weniger anfälliger gegen Blattläuse werden. Deswegen machen es ja auch, manche stecken auch schon die dicken Bohnen im Herbst, damit die überwintern. Ich hatte jetzt für meinen Teil schon immer im Februar reingesteckt und jedes Mal hatten die trotzdem Läuse. Also mal schauen, ob sich das jetzt hier in dem Kübel und auf der Terrasse ändert. Wenn die wieder Läuse bekommen, naja, dann ist es eben so. Habe aber auch dieses Mal zwei ursprünglichere Sorten. Hatte ich das die letzten beiden Jahre jetzt nicht. Mal schauen, wie die sich jetzt entwickeln werden. Die ersten dicken Bohnen hier im Kübel auf der Terrasse. Diese beiden Triebe haben mich jetzt doch etwas erstaunt. Also hier in dem Hochbeet habe ich jetzt zum Beispiel eine Traube reingesetzt. Kann man jetzt hier sehen. Und auch ein bisschen Knoblauch hier vorne, der ist aber noch nicht rausgekommen. Aber das da sind, glaube ich, Blütenzwiebel oder sowas. Keine Ahnung, die habe ich nicht reingesetzt. Die waren anscheinend im Mulch drin. Und sowas kann halt passieren, wenn man sich Mulchmaterial von außerhalb holt. Also ich habe es halt immer von der Grundgutstelle hier bei mir in der Gemeinde. Und da werfen halt die Leute alles Mögliche hin. Und da ist wahrscheinlich so eine Blütenzwiebel mit rausgekommen. Ich lasse die mal ausblühen, lasse die weiter wachsen und mal schauen, was dabei passiert. Es ist immer wieder interessant, was so alles in einem eigenen Garten mit reinkommt. Manche werden jetzt sagen, ah, da kommen auch Chemie, Pestizide und Gifte. Ja, kann schon möglich sein. Ich meine, unsere ganze Welt ist so ziemlich stark verseucht. Also nicht immer so grießcremig alles sehen, alles schwarz-weiß. Kann man sich auch über die Dinge freuen, die jetzt einfach mal so passieren. Für diejenigen, die meine Videos etwas länger verfolgen und diese auch mit Achtsamkeit schauen, habe ich eine kleine Frage. Was ist jetzt hier anders? Ich gebe euch eine kleine Gedenkzeit. Ja, genau, der Rosmarin, der ist jetzt hier im Vorgarten, den haben wir jetzt ausgegraben und hier reingesetzt, weil dort, wo er vorher gestanden hat, kommt dann später der Folientunnel hin und da hat er ein bisschen gestört, weil dort möchte ich ja natürlich Tomaten, Paprika, Auberginen, Gurken, Melonen und alles Mögliche anbauen. Deswegen einfach mal hier reingesetzt. Hab ihn auch stark zurückgeschnitten, weil wir die Wurzeln sehr stark bestätigt haben, auch zum Teil. Deswegen habe ich den dann gut zurückgeschnitten, damit er nicht so mit den vorhandenen Wurzeln nicht so viel Triebe und Zweige versorgen muss. Gut angegossen und ich hoffe, dass er jetzt dann auch mal wieder austreibt, wird ungefähr einen Meter hoch und da passt eigentlich hier gut, ziemlich gut in den Vorgarten. Muss aber auch sagen, als Mischkulturpartner im Garten ist er auch natürlich sehr empfehlenswert. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass aufgrund des Geruches, den der Rosmarin rausgibt, Kohlweißlinge nicht gerne zu euren Kohlpflanzen möchte. Deswegen ist es vielleicht auch eine Überlegung und wert, den irgendwie zwischen eure Gemüsebeete mit zu integrieren. Hallo Bunny, und wie gesagt, Bunny ist immer noch nicht meine Katze, ist die Katze vom Nachbarn. Jagt bei mir immer die kleine Maus, finde ich sehr praktisch. Na, wie geht's?
Neben den dicken Bohnen kann man schon weitere Freilandaussaaten tätigen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Rettich und Radieschen ausgesät. Also das war ein Radieschen-Mix mit vielen verschiedenen Farben. Da gibt es auch sogar gelbe, sehr interessant. Und Eiszapfen-Radieschen sind da auch mit dabei. In das Hochbeet, da habe ich jetzt auch noch ein paar Radieschen rein mit ausgesät. Das ist jetzt die Vorkultur für meine Melonen sozusagen, weil ich jetzt einfach auch immer wieder Kohlrabi, Radieschen oder Salat sowas mit ausnehmen, weil die eine recht kurze Kulturzeit haben, so 6 Wochen, dann kann man die vielleicht schon ernten bei optimalen Bedingungen. Das heißt, da kann man so 2-3 Mal das ausnehmen, bis dann die Melonen raus können, weil es denen warm genug ist. Hier habe ich noch nichts ausgesät, das lasse ich dann auch noch. Und bei den anderen beiden Hochbeeten, da kann ich ja mal schnell hingehen. Hier habe ich jetzt auch an den Rändern entlang dicke Bohnen reingesetzt. Hier kommt ein bisschen mehr Wind. Da ist vielleicht meine Hoffnung, dass die Blattläuse das nicht so gerne mögen und die dicken Bohnen dann gut wachsen können. Die habe ich jetzt auch hier sozusagen als Mischkulturpartner, weil Leguminosen mit ihren Wurzeln Stickstoff in den Boden bringen und auch das Bodenleben fördern. Das heißt, da mal schauen, was ich da hier noch mit reinsetze. Wahrscheinlich auch sowas wie Kohlrabi-Salat einfach, weil es hier ein bisschen zu kühl ist für Melonen. Vielleicht setze ich auch hier ein bisschen Kohl. Mal schauen, ein bisschen Abwechslung. Vielleicht auch Zucchinis, den wird es dann auch bestimmt freuen. Und hier habe ich dann nochmal Knoblauch. Mein Bauernfreund hier im Dorf, der verkauft Knoblauchpflanzen. Hat er das erste Mal, glaube ich, gemacht, wo ich jetzt hier bin. Und dachte ich mir, nimmst du mal Knoblauch mit. Er hat sogar noch ausgeschrieben, dass die gegen Blattläuse helfen. An den Ecken habe ich dann hier wieder überall auch dicke Böhnchen mit reingesetzt. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, wenn er sagt, sie sollen gegen Blattläuse helfen, wahrscheinlich wegen dem Groove, also wegen dem Allicin, was da in Inhaltsstoffen drin ist, in dem Knoblauch halt. Deswegen ist es auch so scharf. Ist halt ein natürliches Pestizid. Und ich möchte einfach mal schauen, ob das stimmt, was er gesagt hat. Und in der Mitte schaue ich mal, was ich da auch wieder reinsetzen werde, je nachdem, was sich spontan sozusagen ergibt. Weil wir gerade bei den vorgezogenen Zwiebeln von meinem Freund gewesen sind, zeige ich natürlich auch den Knoblauch, den ich gesteckt habe, beziehungsweise auch die Zwiebeln in einer kleinen Video- oder Dia-Show. Viel Spaß damit! Ein paar Feldsalatpflanzen sind jetzt dann doch durchgekommen bei der Direktaussaat. Also so, der Feldsalat ist jetzt nicht so meine Kultur. Hier ist eine schöne Pflanze da hinten, neben den Möhren, die hier wild aufgegangen sind. Hier ist noch ein kleiner Salat, der überwindet hat. Hier auch Feldsalat, überall Möhren. Also hier haben wir meine Möhrenpflanze blühen lassen. Die hat jetzt hier einfach über Samen geschmissen. Aber normalerweise habe ich hier überall Feldsalatsamen hingeworfen und kommen nur ganz schön wenige raus. Habe sie wahrscheinlich zu spät auch ausgesät. Ich glaube, das war schon Mitte November. War ein bisschen spät mit der Kühle. Mal schauen, wie die sich dann, wie die weiterentwickeln jetzt so März, April, bevor sie dann in die Blüte gehen. Und hier, was ich sehr interessant finde, der Salat, dieser Sommersalat, der überwintert hier trotzdem. Also der hat jetzt auch schon wieder mal minus 10 Grad auch mal abbekommen. Halt er trotzdem irgendwie stand. Ist schon sehr bemerkenswert, auch wenn er jetzt nicht so ganz appetitlich ausschaut. Vielleicht lasse ich ihn einfach auch in die Blüte gehen. Mal sehen, wie das sich jetzt noch die nächsten Tage entwickelt. Aber er hat schon einige Frostschäden abbekommen. Also da war sogar für ein paar Tage eine Schneedecke auf denen drauf. Und dafür sieht der Salat ziemlich gut aus, wie ich finde.
Jetzt kommen wir zu einem schönen warmen Gewächshaus. Also hier muss es jetzt ungefähr 15 bis 20 Grad haben. Ist richtig angenehm hier. Und hier in die Ecke, genau das gleiche wie im Hochbeet, Radieschen und Radis habe ich hier ausgesetzt. Auch wieder eine Vorkultur für die Tomaten und Auberginen. Und hier genauso auf der Fläche, was ich jetzt auch noch gemacht habe, was jetzt auch mehr oder weniger meine Anzuchtstation ist. Ich habe jetzt meine ganzen Jungpflanzen wie die Zwiebeln, den Salat oder Salattee, ganz schön viele Wintersalate und Kohlrabi, den hatte ich schon pikiert. Die rote Beeten, die habe ich dann auch hier überall pikiert, da habe ich mir jetzt auch die Zeit genommen, dass die jetzt gut anwachsen können. Die sind jetzt auch schon hier über die Nacht drinnen, die gewöhnen sich langsam an die Kälte, das ist schon ziemlich gut, dann kann ich sie früh raussetzen. Was ich dann auch bemerkt habe, ist leider hier Schnecken. Das gehört auch immer wieder zum Gärtner mit dazu. Nach 2 Jahren kann ich dann auch schon langsam sagen, ist eben so. Gehören auch irgendwie mit dazu, die Schnecken. Deswegen baue ich ja auch die ganzen Permakultur-Elemente mit auf, mit den Steinhaufen und sowas, um Tigerschnägel zum Beispiel anzusiedeln oder Totholzhaufen, um einfach die Vielfalt zu erhöhen. Kann ich nur jedem empfehlen. Einfach die Artenvielfalt erhöhen, hat man weniger Probleme mit Schnecken. Sonst hier ein bisschen Fenchel, Blumenkohl, Spitzkohl, Rotkohl und die Erdbeeren. Alles schöne Vorkultur. Habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht, warum ich jetzt so früh die Vorkultur mache. Verlinke ich euch auch gerne in der Infokarte. Gestern ist ein bisschen unser Durchsiebgitter in Mitleidenschaft gekommen, also der Rahmen. Da hat sich die Schraube gelöst und ist auch schon ein bisschen durchgebrochen. Ich und mein Vater haben diesen Kompost geöffnet, haben Erde durchgesiebt, haben ungefähr 4 Säcke daraus bekommen an guten Kompost. Den nehme ich dann zum Pickieren von den Tomaten zum Beispiel. Oder da hatte ich auch nochmal vor, so einen Pflanzsackkartoffel zu machen, also eine Sackkartoffelanbau. Keine Ahnung, werde ich dann nochmal speziell euch zeigen. Jedenfalls haben wir ungefähr die Hälfte, konnten wir durchsieben. Die andere Hälfte war zu matschig, da war ein bisschen zu viel Grasschnitt mit dabei. Und da haben wir das jetzt einfach durchgemischt. Also das haben wir dann durchgemischt mit dem Haufen, der hier war. Haben wir alles durchgewühlt. Jetzt warten wir, bis es hier alles absickert. Und dann haben wir halt noch den Rest einfach hier zum Verrotten mit hingelegt. Also es war halt einfach viel zu nass alles, dass es irgendwie fein und krümmig werden kann. Das sind alles hier so Platten. So ein bisschen weiter nochmal verrotten, vermischen wir einfach. Und hier an dem Kompost würde ich halt gerne wieder Zucchinis mit reinsetzen. Habe ich jedes Jahr gemacht und denen gefällt es immer wieder auf den Komposthaufen. Vor allem, weil der jetzt doppelt so groß ist. Und ja, mal schauen. Freue mich schon wieder drauf. Eine kleine Geschichte möchte ich auch noch erzählen über die Goji-Beeren. Ich habe mich ein bisschen informiert, wie man die schneiden sollte. Und da habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass die Goji-Beeren recht stark wachsen. Das wusste ich schon. Und dass sie an einem einjährigen Holz bzw. an einem einjährigen Trieben auch Früchte bekommen. Deswegen kann man die auch sehr gut zurückschneiden. Jedenfalls kann man die jetzt zum Beispiel so wie hier an einem Spalier erziehen. Oder auch in der Buschform. Das heißt, dass man sie einfach im Freiland ohne Spalier in den Boden setzt und sie einfach wie einen großen Busch wachsen lässt. Und was ich dann auch nochmal dabei herausgefunden habe, dass es in China eine Anbauform gibt, die nennt, weiß ich nicht genau, wie die heißt, aber da erzieht man den wie einen Baum. Also das heißt, dass die Goji-Beere, ja, der Haupttrieb, dann irgendwann so stark verholzen wird und dann, dass die dann ungefähr 1 Meter bis 2 Meter dann groß wird und dann einfach wie ein Baum ausschaut. Ich versuche auch mal ein Bild mit einzublenden, aber das hat mich sehr beeindruckt, wo ich gesehen habe. Und dann dachte ich mir einfach nur so, warum machen wir das eigentlich nicht in Deutschland? Da muss ich damit anfangen. Irgendwann mache ich dann wirklich mal so einen Goji-Baum erziehen. Ich und mein Vater waren auch noch sehr produktiv im Schrebergarten. Wir haben jetzt hier an der Wand, an den Wänden von dem alten Häuschen, Hühnerhäuschen, haben wir
jetzt diese Zäune gespannt, die nutzt man, um Wildverbiss zum Beispiel vorzubeugen bei seinen Bäumen. Und wir hatten hier so viele und die haben wir hier gelagert auf dem Boden, da wo wir jetzt hier umgegraben haben, haben wir jetzt woanders hingelegt. Und da ist es ja dann so, dass wir hier versuchen wollen, Bohnen wachsen zu lassen, auch wenn jetzt hier ein bisschen sehr schattig alles ist. Hier sind überall Bäume, Bambus, ist mehr oder weniger Halbschatten, würde ich mal sagen. Ich möchte es trotzdem mal ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist schön, wenn nicht, dann eben nicht. Hier haben wir dann diese ganzen Platten, hier ungefähr 6 oder 7 Stück, die lagen hier in dem Wasser drin. Die haben wir jetzt auch alle rausgezogen, kann ich euch auch dann gleich später zeigen. Und hier möchten wir dann vielleicht nochmal alles ein bisschen mit Erde und organisches Material auffüllen, damit da hier immer mehr Anbaufläche zum Beispiel entsteht. Aber der kleine Teich soll jetzt hier natürlich auch ja, bestehen bleiben. Hier drüben neben der Sauerkirsche haben wir auch noch mal ein bisschen umgegraben, neue Flächen angelegt. Da waren noch riesige Steine und alles mit drinnen. Das ist da fast kaum möglich gewesen, auch mit einem No-Dig-Verfahren da irgendwas zu machen. Vor allem, weil auch diese riesen Platten da, die haben wir hier alle rausgezogen. Die lagen hier alle ungefähr 10 cm tief, lagen die im Boden drinnen. Da hat es eigentlich fast gar nichts geholfen. Hätten wir da einfach nur Karton draufgelegt und dann alles abgemulcht. Deswegen ist dann so ein Graben dann doch manchmal nicht so schlecht, weil wir wissen hier wirklich nicht, was alles für Müll gelagert ist. Also hier ist zum Beispiel ein Zaun, der komplett demoliert ist. Den werden wir dann wahrscheinlich irgendwann klein schneiden. Und hier haben wir jetzt die ganzen Platten. Einer jetzt zum Beispiel versuchen wir jetzt hier in der Luft trocknen zu lassen. Und dann sind sie etwas leichter. Wenn die vollgesaugt sind, sind sie brutal schwer. Hier haben wir noch ein paar. Und insgesamt haben wir, glaube ich, 7. Und da hatte mein Vater die Idee, Hochbeete zu bauen. Da können wir jetzt zum Beispiel Hochbeete bauen, weil da wollten wir zuerst ein Beet anlegen. Ist aber ein bisschen schwierig wegen den Bäumen hier, wegen ihren Wurzeln. Deswegen wollten wir einfach Hochbeete bauen. Hier könnt ihr jetzt nochmal so einen Wildzaun sehen. So eine ganze Rolle. Und ich weiß ja gar nicht, was für Müll hier noch alles liegt. Und hier vorne, wenn wir dann weitergehen, haben wir nochmal umgegraben, ein neues Beet angelegt. Da möchten wir vielleicht Spitzkohl oder was weiß ich für Sachen, die es eher im Sommer auch halbschattig mögen, anbauen. Und hier zwischen den Bäumen hatte mein Vater die Idee, auch Hochbeete hinzusetzen. Mal schauen, ich möchte ihm den Wunsch nicht verweigern. Wir werden sie dann auch hinbauen, füllen und einfach mal ausprobieren, was dabei wachsen wird. Jetzt bekommt er das Gesicht auch noch in der Nahaufnahme zu sehen. Das hat sich jetzt alles die letzten Tage so ereignet. Mein Vater hat mir sehr geholfen, da bin ich ihm auch sehr dankbar. Freut mich natürlich sehr, dass wir zusammen im Garten etwas machen. Genießen einfach die Zeit und wenn es dann wieder zum Anbau rausgeht, dann freut er sich auch schon auf die Ernten. Das ist ja die ganze Vorbereitung für das kommende Gartenjahr. Die ist mindestens genauso wichtig wie die Ernte. Jedenfalls gibt es nicht mehr so viel zu zeigen momentan. Okay, oder beziehungsweise was auch nicht ganz so interessant ist. Jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß bei euch in der Anzucht, bei euch im Garten mit den Vorbereitungen, natürlich auch viel Kraft und Energie in dieser Zeit. Und sonst ja, wünsche ich euch eine angenehme Zeit und ich freue mich auf euch, wenn wir uns wieder in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt sehen. In diesem Sinne, bis dahin.